Hallo Leute, herzlich willkommen bei Elektrobohne, eurem einzigen deutschsprachigen YouTube-Kanal, bei dem es um den rein elektrischen Opel Mokka E geht. Und heute möchte ich mit euch ein Thema angehen, und zwar die fünf größten Irrtümer, die es über Elektrofahrzeuge bzw. die Elektromobilität allgemein geht. Und deswegen würde ich sagen, bleibt gerne dran, nach dem Intro geht's los mit dem Grund oder mit dem Irrtum Nummer 1. Ja, Irrtum Nummer 1 betrifft die Ladedose bzw. das, was da reinkommt, und zwar der Ladestecker. Ihr wisst ja, E-Autos müssen gerade auf Langstrecke immer an den CCS-Anschluss. Und hier ist der erste Irrtum meiner Sicht, dass die Ladegeschwindigkeit bzw. die maximale Ladegeschwindigkeit bei einem E-Auto hoch sein muss. Das ist schlicht und ergreifend falsch, meiner Meinung nach. Denn nicht die maximale Ladegeschwindigkeit muss hoch sein, sondern die durchschnittliche Ladegeschwindigkeit bei einem E-Auto muss hoch sein. Wie meine ich das jetzt genau? Das Hauptproblem meiner Sicht ist, dass die meisten E-Fahrzeuge oder die meisten Hersteller geben nur an, unser Fahrzeug kann maximal, ich sage jetzt mal Tesla Model 3, 250 Kilowatt im Peak laden. Dass aber das Tesla Model 3, das eigentlich nur in der Range von, sagen wir mal, 0 bis 25, maximal 30% diese 250 Kilowatt packt und danach relativ steil runtergeht, das verschweigt Tesla. Und da denkt natürlich jeder, natürlich, 250 Kilowatt, boah, super. Der lädt ja viel schneller als jetzt zum Beispiel der Opel Mokka E. Stimmt ja auch im Prinzip auch bei der durchschnittlichen Geschwindigkeit. Da will ich jetzt gar nicht irgendwie falsche Hoffnungen schüren etc. Aber was zum Beispiel der Opel Mokka E ganz gut macht, der hat einen maximalen Peak von 100 Kilowatt. Sagen wir mal von 0 bis 25, auch 30% in etwa. Danach geht er zwar runter, aber nur auf 80 Kilowatt. Das bedeutet, die hält er dann relativ konstant bis ungefähr ja, so 60-65%. Und danach geht er dann runter, nochmal einen Step, um circa mit 45 kW weiterzumachen, bis er dann bei 80% angekommen ist. Da macht er dann ziemlich einen Dropdown. Aber ich sag mal, im Durchschnitt hat der Opel Mokka E so 60 bis 65 Kilowatt, die er dann lädt. Und das ist für die Größe des Akkus meiner Meinung nach ein ganz guter Wert. Aber wie gesagt, nee, natürlich nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel bei dem Tesla. Wichtig ist aber, vergleicht nicht den Peak an Ladeleistung, sondern vergleicht wirklich den Durchschnittswert an Ladeleistung. Und da helfen heutzutage, muss man ehrlicherweise sagen, nur YouTube-Videos, denn die Hersteller geben leider nur den Peak an. Ja, Punkt 2 betrifft den Preis von E-Autos. Typisches Stammtischgeschwätz auf gut Deutsch ist leider, dass E-Autos immer sehr teuer sind. Das kann ich jetzt persönlich so nicht bekräftigen. Ich meine, klar, die meisten E-Fahrzeuge sind heutzutage noch Neufahrzeuge, also einen richtigen Gebrauchtwagenmarkt gibt es leider noch nicht. Und ja, die Preise für E-Fahrzeuge steigen langsam leider immer weiter. Wir hatten eine ganz gute Phase, so Anfang 2021 bis Mitte 2021, an denen E-Fahrzeuge so ihren günstigsten Wert hatten. Im Vergleich zu, ja, sag ich mal, Nettolöhnen etc. in Deutschland. Nichtsdestotrotz, wir haben unseren Opel Mokka E zum Beispiel im Oktober 2022 gekauft und wir waren mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis sehr zufrieden. Er hat 30.000 Euro gekostet für nahezu Vollausstattung in der GS-Line. Von dem her kann ich dieses Vorurteil nicht wirklich bekräftigen, zumal es so langsam beginnt, einen Gebrauchtwagenmarkt zu geben. Gerade Zoes sind sehr beliebt. Und da möchte ich nur dran appellieren, schaut euch gerne mal Gebrauchtfahrzeuge an, die jetzt vielleicht nicht ein oder zwei Jahre alt sind, sondern auch mal drei oder vier. Da gibt es mittlerweile einen ganz guten Markt.
Nur müsst ihr da wirklich aufpassen, Akku-Check machen und kontrollieren, dass das Ganze funktioniert. Punkt 3 auf der Liste. Ja, ein E-Fahrzeug muss immer einen großen Akku haben, damit man überhaupt damit ordentlich Langstrecke fahren kann. Ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen Stammtisch-Floskel. Ich sag mal so, natürlich ist ein großer Akku von Vorteil, weil ihr kommt weit. Allerdings muss man auch sagen, bei einem großen Akku ist es nun mal so, ihr schleppt ein brutales Gewicht mit. Also ein Mercedes-Benz EQS zum Beispiel, der kommt an die 2,5 Tonnen heran. Und das ist natürlich Wahnsinn, wenn man das mal sich anschaut im Pkw-Segment, dass man da so ein Flaggschiff im Prinzip mit dieser Tonnage im Prinzip herumfährt. Und ihr müsst auch immer vergleichen, Gewicht, das müsst ihr beschleunigen und wieder abbremsen. Klar, ihr rekuperiert, aber natürlich rekuperiert ihr nicht die gesamte Energie, die ihr beim Beschleunigen gebraucht habt. Und zumal habt ihr im Prinzip jedes Mal Wirkungsgradverluste. Das heißt, wenn jetzt die Energie aus dem Akku in den Antrieb geht, habt ihr, sage ich mal, einen Wirkungsgrad von ungefähr 90% bei einem E-Fahrzeug. Jetzt mal ohne Ladeverluste mitgerechnet, sondern rein vom Akku die Wandlung an den Motor. Jetzt habt ihr das Ganze beim Rekuperieren wieder zurück. Das heißt, ihr habt wieder 90% Wirkungsgrad in den Akku zurück. Und wenn man jetzt in Mathe ein bisschen aufgepasst hat, 0,9 mal 0,9 ergibt 0,81. Das heißt, ihr habt ungefähr 81% Wirkungsgrad, wenn ihr im Prinzip die Energie hin und her schaufelt beim Beschleunigen bzw. Bremsen. Plus das, dass ihr natürlich beim Rekuperieren bzw. beim Bremsen nicht nur rekuperiert, sondern natürlich auch die Betriebsbremse braucht. Das heißt, schlussendlich dieses hohe Gewicht ist auch ein Effizienzfaktor bei einem E-Fahrzeug. Und dieses hohe Gewicht muss man, sage ich mal, irgendwo in Einklang bringen bzw. einen goldenen Mittelweg finden zwischen großem Akku und einer akzeptablen Reichweite. Aus meiner Sicht, der Opel Mokka E hat einen zu kleinen Akku. Er hat 50 Kilowattstunden, das ist ein Tacken zu klein. Ich finde, eine ganz gute Größe bewegt sich so im Rahmen zwischen 65 und 70 Kilowattstunden. Das ist aus meiner Sicht die perfekte Mischung aus Langstreckenbatterie und Batterie für den alltäglichen Gebrauch, also sprich Weg zur Arbeit, Weg zum Einkaufen etc. Aber schreibt es gerne unten in die Kommentare. Was meint ihr, wie groß muss so ein Akku aus eurer Sicht sein? Würde mich gerne interessieren, was ihr dazu meint. Punkt 4. Ja, ein großer Irrtum ist, richtig seriös E-Auto fahren geht nur mit einem Tesla. Meiner Meinung nach war das tatsächlich, ja, ich sag mal, bis vor 3-4 Jahren tatsächlich der Fall. Also da ging E-Mobilität mit einem anderen Auto als dem Tesla überhaupt gar nicht. Liegt aber nicht an der Technik des Teslas oder dass andere E-Fahrzeuge keine große Reichweite zu dem Zeitpunkt hatten. Da gab es schon ein paar, aber natürlich nicht so viele wie heutzutage. Hauptsächlich muss ich sagen, liegt es tatsächlich am Supercharger-Netzwerk von Tesla. Das war wirklich bis vor, ja, ich sage jetzt mal roundabout 3 Jahren, konkurrenzlos. Also einfach, es ist heutzutage wirklich noch sehr gut, weil es einfach nahezu immer funktioniert. Die Preise gleich sind überall. Ich kann das Fahrzeug einstecken, brauche keine Karte, brauche gar nichts. Es lädt einfach, wenn ich einen Tesla habe. Und das ist halt das, was der Kunde schlussendlich will, beziehungsweise halt kennt von der Tankstelle mit seinem Verbrenner. Aber man muss mittlerweile sagen, die Konkurrenz, also ich spreche jetzt hier EMBW, Ionity, Allegro, ihr kennt sie alle im Prinzip, die haben wirklich gut aufgeholt und an der Stelle wirklich Respekt. Mittlerweile kann man durch Deutschland, durch Südeuropa, durch Westeuropa und so langsam immer besser auch durch Osteuropa im Prinzip mit einem E-Auto fahren, selbst mit einem Fahrzeug wie mit dem Opel Mokka E. Ihr werdet es jetzt sehen, wir werden über Ostern einen Roadtrip machen, deswegen seid gespannt hier auf dem Kanal.
Aber das geht eigentlich problemlos mit dem Fahrzeug und deswegen kann ich eigentlich nur sagen, eines der größten Irrtümer, das jetzt noch so herumschwirrt praktisch. E-Auto fahren geht im Prinzip heutzutage mit allen Marken. Also seid da nicht fixiert auf Tesla, sondern schaut euch ruhig alle Marken an, nehmt die Vielfalt mit. Ich kann es nur empfehlen, es macht saumäßig Spaß. Ja, Punkt 5. Wir beenden das Video im Prinzip, wo es angefangen hat. Und zwar, der Irrtum Nummer 5 ist aus meiner Sicht tatsächlich, wenn alle elektrisch fahren, dann haben wir A, zu wenig Strom für alle und B, haben wir zu wenig Ladesäulen für alle. Beim Strom muss ich ganz ehrlich sagen, ich denke, wir sind da in Deutschland vor allem auf einem sehr guten Weg. Und wir haben auch noch brutal viele Potenziale. Wir haben wahnsinnig viele Einfamilienhäuser, die Dachflächen haben etc. Wir haben wahnsinnig viele Firmengebäude, die Dachflächen haben, die aktuell noch nicht mit Solar- oder Photovoltaikmodulen zum Beispiel bestückt sind. Außerdem hoffe ich, dass jetzt der Windkraftausbau tatsächlich ein bisschen Fahrt aufnimmt in Deutschland. Das ist alles Politik aktuell, aber ich denke, am Strom selber sollte es eigentlich nicht scheitern. Das Thema mit den Säulen, da gebe ich euch recht. Oder zum Teil recht. Ich denke, wir haben da noch sehr viel Nachholbedarf. Also Schnellladesäulen an Autobahnen, da sind wir mittlerweile gut ausgerüstet. Wir kommen weit mit den Fahrzeugen. Aber ich sage jetzt mal, die typischen Laternenlader, also sprich, ihr wohnt in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt. Da stehen 20 Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Wie kriege ich diese 20 Fahrzeuge geladen? Und dazu werde ich euch demnächst ein Konzept vorstellen, wie es hier in Ulm gemacht wird, beziehungsweise wie wir einen Ladepark in der Stadt integriert haben mit Schnellladesäulen. Also sprich, ich kann da mein Auto, sage ich mal, 20 Minuten kurz betanken, um einfach wieder 3, 4, 5 Tage in die Arbeit damit zu kommen mit dem Strom. Und das werde ich euch vorstellen. Ich bin sehr gespannt drauf, was ihr dazu sagt. Und mal sehen, ob sowas zum Beispiel in Zukunft häufiger vorkommen wird. Einfach um, sage ich mal, diese Ladesäulenproblematik oder auch ja, diese Problematik in Großstädten zum Laden etwas abzumildern. Ja, damit wären wir am Ende des Videos. Also schreibt es gern auch unten in die Kommentare. Was findet ihr? Sind die Irrtümer berechtigt? Habt ihr andere Irrtümer, die vielleicht noch dazukommen oder die Irrtümer von mir ersetzen? Lasst mich gerne wissen. Ich bin da ganz offen für. Und ja, ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video.